Oh, moin Leute, herzlich willkommen zurück zum besten Podcast von der Schweiz, aber nicht von Deutschland, zum ehemaligen Nummer 1 Podcast. Ihr habt richtig eingeschaltet, Milo Totoro, moin. Moin zum reichen Podcast heute, oh. Zum wirklich schweizerischen reichen Podcast. Heute ist wirklich ein reicher Podcast. Ich fühle mich ganz bisschen wie Andrew Tate, ja. Und aber auch zum heißen Podcast. Digga, wir sind ja in Gstaad beim Gstaad Open 2023, heißt das so? Genau, ja. Irgendwie so, ja. Genau, das ist ein Tennisturnier. Wir waren da letztes Jahr schon und können jetzt dieses Jahr wieder gehen. Du hast es geklärt, Küsse, Küsse. Sehr, sehr geil. Sehr nice hier. Und wir nehmen auf vor dem Spielerhotel. Das heißt, glaube ich, Bellevue oder so. Ich glaube, das ist das Bellevue Ballas oder sogar. Ja. Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dekadent. Ja, guckt euch das Video an, Digga. Ich sehe dir das Video auf YouTube und auf Spotify. Ja, ja, ja. Digga, ja, es ist wirklich insane. Und es ist auch viel zu warm. Wir nehmen heute Podcast auf, bis die eine Kamera ausgeht. Wenn eine Kamera ausgeht, dann sind wir weg, oder was? Nee, dann moderieren wir ab, glaube ich. Okay, dann moderieren wir. Okay, okay. Auf einmal sind wir weg. Auf einmal sind wir weg, ja. Es ist viel zu heiß. Das ist das Einzige am Podcast, was nicht reich ist, ist, dass es viel zu heiß ist. Ja, das ist so. Weil eigentlich sollte hier jemand stehen mit so einem Fächer, so einem Butler. Ja. Man könnte wahrscheinlich wirklich in diesem Hotel so einen Butler holen. 100%. Und jetzt geht so ein geiler Windstoß. Ey, wir sind in Gstaad. Für die Leute, die Gstaad nicht kennen, das ist so St. Moritz von der Schweiz, obwohl St. Moritz auch in der Schweiz ist. Das ist so Kitzbühel. Basically dort, wo Tennisturniere stattfinden. Digga. Die finden immer in irgendwelchen skafften Orten statt. Gstaad aber wirklich sehr, sehr schön. Ist ultra schön und hier kommen wirklich, ich glaube, sehr reiche Leute hin. Ja, so Russen. So Oligarchen. Ja, ja, genau. Oligarchen, Digga. Hier hat's Villen oben. Habe ich die Story mal erzählt? Was? Die habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, 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 aber erzähl die nochmal im Podcast. Das du ist hast eine crazy hier Story. Mal, hast du hier mal Hausfriedensbruch gemacht? Nee, das war in Liechtenstein. Das war ein anderes Mal. Was habe ich dort gemacht in Liechtenstein? Du bist doch zum Fürsten, oder? Ah, ja, das war kein... Das du warst nicht, Digga, drin, egal. Nee, ich war nicht drin, aber wir hatten mal die Idee, als wir in Liechtenstein waren, sind wir einfach um 3 Uhr morgens zum Fürsten gegangen. Da gibt es einen Fürst, wirklich, der dort wohnt, ja, auf dem, ja, Hügel. Und wir haben geläutet und haben so gedacht, wir waren so jung und waren so adventurous. Und wir haben so gedacht, ja, wir können alles machen. Und dann haben wir geläutet und gesagt, dürfen wir reinkommen? Dann der so auf Liechtenstein so, nee, auf keinen Fall, geht wieder. Irgendwie so reden die da, aber es war eine funny Story. Auf jeden Fall hier in Gstaad, erzähle ich kurz an die Leute, Milo weiß es schon. Gstaad ist wirklich sehr, sehr wohlhabend und es gibt so ein Viertel in Gstaad, dort oben, dort hat es wirklich so Villen, nur Villen. Also riesige Villen mit riesigem Garten, das gehört wirklich, glaube ich, auch alles ausschließlich irgendwelchen Oligarchen oder Reichen aus dem Osten. Arabischen Ölmogulen. Ja, genau. Und ich war hier mit Homies, weil die hier ein Haus haben, aber so ein Bauernhaus, irgendwo ein bisschen weiter weg. Und dann bin ich mit meiner Drohne geflogen, das war die GoPro Spark. Hieß sie Spark? Ja, Digga, GoPro hat ja mal eine Drohne gemacht die war ultra scheiße. Die haben nie mehr eine Drohne gemacht, oder? Die haben nie mehr eine Drohne gemacht, die war so trash. Nur du hattest die. Nur ich hatte die und wahrscheinlich 10 andere auf der Welt. Das war die Felix Bar hatte die auch noch. Ja, Felix Bar hatte die wahrscheinlich mal getestet. Oh, sieht man das im Video? Nee, ich glaube nicht. Nee, Digga. Leider nicht. Aber man hört es wahrscheinlich. Hier fährt gerade das, hier gibt es so einen Zug, Digga, das ist insane. Sieht richtig geil aus. So schön. Leider nicht. Auf jeden Fall bin ich diese Drohne geflogen, die ist viel zu groß, GPS hat nie funktioniert, Akku-Laufzeit war so maximum 10 Minuten und dann bin ich geflogen und dann ist sie abgestürzt über irgendeiner Villa von so einem Russen-Dude und dann hatte ich den letzten Standort, die Koordinaten hatte und dann sind wir zu dritt und das war so scary, sind wir dort hingegangen, haben geläutet, dann ging das Tor auf und dann steht dort erstmal, ich glaube es war ein Lamborghini, dann so zwei VW Sprinter, so diese schwarzen Vito-Dinger. Mercedes meinst du? Mercedes, genau, Mercedes Sprinter mit so getönten Scheiben und dann kommt die Villa-Managerin raus. Ja, ja. Das sind so, die Leute bei diesen Villen, die haben dann meistens auf der Seite so eine, wie sagt man dem? So ein Badge oder was? Nee, so ein Walkie-Talkie. Ah, was? So ein Ding ist das? Die sind so groß, haben die halt so ein Walkie-Talkie, dann kommt die raus auf Englisch. Yeah, hello, what are you doing? Dann musst du dir vorstellen, mussten wir einer Villa-Managerin von einem Russen erklären, dass über ihrer Villa die Drohne abgestürzt ist. Aber ihr dort nicht gefilmt habt. Genau, aber wir haben nicht gefilmt, die ist einfach nur abgestürzt. Wir wollten auch gar nicht filmen, wir sind nur drüber geflogen, haben den Kontakt verloren. Und dann durften wir aber tatsächlich mit einem Security durch den Garten laufen. Ja. Und das war insane. Wir gingen zuerst ins Haus rein, dann war dort so ein Wasserfall drin und dann raus, Digga, dann riesiger Pool. Aber das Pool. Ist hier? Das ist so dort hinten irgendwo. Ach, aber da gibt's. Ich wusste gar nicht, dass es hier so riesige doch, Villen doch, gibt. Das sind wirklich so riesige Villen. Fuck, okay. Ja, aber du hast keine Ahnung, wer dort wohnt, oder? Keine Ahnung. Nee.
Nee, das ist auch nicht angeschrieben. Nee, das ist nie öffentlich. Aber man kennt, glaube ich, so ein paar Leute, die hier wohnen. Aber ja. Das sind wirklich, ihr könnt euch wirklich sicher sein, das sind diese Oligarchen, wo die Yachten so geschnappt wurden von den Franzosen, als der Krieg begann. Das sind wirklich genau die wohnen hier im Staat und in die haben Yachten in Monaco, in Nizza und auf Sylt. Ja, ja. Haben die Yachten. So, aber so, nicht so kleine Yachten, sondern so 800 Millionen. So Mega-Yachten, Mega-Yachten. Sind diese. Ja, Digga. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Schon lange her. Am Frauenfeld? Am Frauenfeld haben wir aufgenommen 1999. Das war fast eineinhalb Wochen her, oder? Ja. Ey, das war sehr, sehr geil. Küsse für die Reaktion. Haben echt viele Leute geschrieben, dass der Podcast nice ist. Fand ich auch nice, den Podcast. War übel nice, obwohl es eigentlich sehr Freestyle war, das Ganze. Also, aber actually auch sehr nervös. Ich auch. Digga, ich glaube, bei mir hat man es auch gemerkt, weil ich habe die drei noch nicht so gut gekannt wie du. Ja. Und dann hatte ich mich nicht so dafür, so alle möglichen Fragen zu stellen. Aber sie waren ultra nett, legendäre Jungs und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte auch gemacht. So ein bisschen Angst, dass vielleicht du dann so daneben sitzt und weißt du, so bei uns das Gespräch läuft, weil halt aber du es eben ging. Nicht so... Aber es ging voll, Digga. Ich fand es voll geil. Ja, ich glaube, das haben die auch gewusst, dass sie mich nicht so kennen und trotzdem mit einbezogen. Also wirklich sehr, sehr geil, war sehr nice. Sehr, sehr geiler Podcast. Hört den noch an, wenn ihr noch nicht gehört habt. Und wir haben ja jetzt einen Monat Montag ausgesetzt, weil wir haben den ersten vom Frauenfeld hochgeladen, dann kam direkt danach der von 01099 und wir hätten den eigentlich wahrscheinlich am Montag hochladen sollen, wollten den aber direkt rausschallern, haben dann aber irgendwie gemerkt, ey, irgendwie sind wahrscheinlich schon viele Leute, die Podcasts hören, so auf diesem Weekly Grind. Das heißt, du hörst halt nur rein, wenn halt der Tag ist. Zum Beispiel, ich folge auch wenig Podcasts auf Instagram, haben wir auch darüber geredet. Ja. Man guckt halt einfach so rein und dann hört man, was so online ist. Man hört einfach jede Woche dann rein. Jetzt haben sicher viele Leute erst am Montag die 99 Folge gehört. Wir wollten einfach dieser Folge noch so ein bisschen die Ehre erweisen, die sie verdient. Ja, deshalb haben wir am Montag ausgelassen. Wir haben uns ein bisschen zu fest gestresst, weil wir gedacht haben, ja, das muss schnell rausgehen. Aber Leute, wir machen auch mal Fehler. Ja. Und ihr müsst doch auch akzeptieren, wir sind auch nur Menschen, Leute. Auch wenn wir in Star chillen, Digga. Auch wenn ihr hier vor dem Hotel chillen, das 800 Franken die Nacht kostet. Auch wenn wir gratis im VIP im Frauenfeld chillen. Wir sind auch nur Menschen. Sieht so abgehoben aus, wie wir hier sitzen eigentlich. Komplett. Wir sitzen, by the way, auf so geilen Kissen, die wir vorher gefragt haben, ob wir die haben können. Ja. Und hat die Hotelmanagerin gesagt, ja, but I have to check if they're clean. Und dann hat sie die so rausgenommen, so angeguckt und so abgestrichen. Und sie sind clean. Ja, ja. Und Hotel Bellevue, eure Kissen sind clean, falls sich irgendjemand fragt. Und auch hier der Rasen, schon nur der Rasen. Warum? Wie kann der Rasen so weich sein? Kannst du mir das erklären? Das liegt daran, du musst, es hat einen Fachbegriff, Es gibt so ein Gerät, mit dem kannst du über den Rasen fahren. Ja. Und das macht so Löcher rein. Ah. Und das hat einen Namen, mein Dad hat das mal gekauft. Ich weiß, aber Rasen ist so eine Wissenschaft, ne? Ja, aber ich glaube, Rasen ist auch geil, Digga. Geiler Rasen? Ist richtig geil. Ich schätze das. Das schätze ich, ja. Meine Eltern haben auch nie Fax gegeben auf den Rasen. Das ist einfach so nur geschnitten. Aber ich glaube, wenn ich einen Garten hätte, ich wäre so ein Dad, ich würde mich so reinsteigern? Ja, ja. Und wärst du auch so ein Gartentyp? Also Garten mit Gemüse und Früchten? Ja, das glaube ich weniger. Ich glaube auch weniger. Aber Rasen Gemüse, ja, aber Früchte, nee. Nee, ja, vielleicht so ein Hipster-Ding. So Hipsters haben doch so einen... Wie sagen wir dem auf dem Balkon, so ein Beet? Heißt es auch Beet auf Hochdeutsch? Ja, ja. So ein Beet mit so einem Salat drin und ein paar Rübchen für den Kopf. Aber so ein Garten wie meine Eltern. Ihr habt auch einen Garten gehabt, ne, bei deinen Großeltern? Ja, ja, die haben jedes Jahr, Digga, die haben so viel Zeit in so einen Garten. Was haben die alles angebaut? Kohlrabi, Karotten, Kartoffeln, Tomaten. Und Salat. Zwiebeln safe auch noch, oder? Ich glaube nicht, nee. Nicht? Zwiebeln nicht, stimmt. Keine Zwiebeln. Das ist Zwiebeln weird. Sind eigentlich No-Brainer, glaube ich. Ich glaube, da muss man nichts machen. Nee, meine Aber Eltern, eben. Wir haben auch immer bei mir zu Hause, wir hatten auch Salat, Apfel, Birnen, Kirschen, Quitten. Oh ja. Und dann halt auch nur so Karotten, Kartoffeln und halt Knoblauch und Zwiebeln. Und meine Eltern haben dann immer Zwiebeln geerntet und dann hatten wir für das ganze Jahr Zwiebeln. Wir hatten dann so Kisten im Keller unten. War einfach nur Zwiebeln drin. Aber Zwiebeln, die Zwiebel ist so geil. Ich liebe Zwiebeln. Zwiebeln ist richtig geil. Zwiebeln und Knoblauch. Als Kind habe ich das überhaupt nicht gemacht. Aber Zwiebeln und Knoblauch,
Das ist es. Ja, ja. So geil, wie wir hier sitzen und beide so mit verschlossenen Augen, weil es so hell ist, Digga. Man sieht uns gar nicht. Man braucht die Cam gar nicht, Digga. Ja. Man, ich schaue nicht in die Kamera. Es ist viel zu heiß, viel zu hell. Und wir labern, wir haben uns auch nichts überlegt für die Folge, müssen wir dazu sagen. Nee, aber wir haben viel zu bereden eigentlich. Oder ich habe schon ein paar Sachen zu bereden. Ja, wir haben. Zum Beispiel, lass noch über das Frauenfeld reden ein bisschen. Ja, machen wir noch Frauenfeld-Recap. Und danach kommen wir noch zu einer Story aus Hamburg. Festival-Recap und eine Story aus Hamburg. Wie viel? Ja, ich bin gespannt auf die Story in Hamburg. Ich weiß schon zwei, drei Eckpunkte. Ich sag mal so, es ist ausgeartet. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ja. Teaser. Mal, mitten in der Folge ein bisschen teasern. Ja, muss teasern. Du kommst aus dem Radio. Ja, du hast ich teaser so ein bisschen an jetzt eben. Aber jetzt ist in Hamburg ausgeartet, meine Damen und Herren. Ja, genau. Später geht es weiter noch zu Hamburg. Aber jetzt gehen wir rein in Frauenfeld. Ja. Wie fandest du das Frauenfeld? Ich fand's gut. Ich fand diese Creator Lounge ein bisschen... Die war eigentlich nice so. Aber keine Ahnung. Ich glaube, du musst den Leuten erklären kurz. Also, ich erkläre den Leuten jetzt noch kurz. Also, es gab im Frauenfeld für Creator, für YouTuber, TikToker und alles Mögliche, gab es so im VIP-Bereich einen Bereich eigentlich nur so für Creator, YouTuber und so weiter. Für talentlose Menschen mit Privilegien. Ja, für talentlose Leute, die nur den ganzen Tag dort gechillt haben. Ja. Und das Geile war, gratis Getränke. Alkohol hat es auch for free gegeben und Eiscreme. Eiscreme? Einfach Eis? Ein Glacé. Eiscreme. Ja, okay, scheiß drauf. Und diese Lounge, die war einerseits geil, aber andererseits zu viele Influencer auf einem Fleck so. Alle Leute so... Ja, man wusste nicht genau, Rapper oder Influencer, das war so das Spiel irgendwie. Ja, weil ja. Weil irgendwie ziehen sich, haben Influencer so den Drang, bei Festivals sich so anzuziehen, als würden sie aussehen wie ein Rapper, weil, und ich glaube, das ist meine Theorie, weil die haben dann so Backstage-Pässe und dann fühlen die sich geil, wenn die so ins Backstage reinlaufen und Leute, die draußen stehen, denken, oh, das ist safe ein Rapper. Oh, das sind Künstler, aber ich kenne den nur nicht so. Ja, ja. Ja, ja. Und wir beide sind so angekommen wie jetzt eigentlich an einem Festival. Kurze auf der Schlabberhose, der Sportlerlook. Sportler ja. Am Frauenfeld, das war's. Sportlerlook, ja. Das war der. Aber nee, zu den Acts und so, ich fand's Frauenfeld eigentlich ziemlich solide, aber ich glaube, das Jahr davor war es vom Vibe her für mich besser, weil wir irgendwie draußen gechillt haben auf einem Campingstuhl. Ja, ja. Du hast dort gechillt mit vielen anderen Homies so. Ja, letztes Jahr. Wow, yo, Schmetterlinge holy shit. Im Gesicht. Boah, Schweiz, Digga, crazy. Krass, das war krass. Ach, Digga. Die haben sich gesmashed gerade auf meinem Face. Geil, hier ist der Klimawandel noch nicht so vorgeschritten. wir sind auch auf 4000 Meter gefühlt. Digga, wir sind auf 4000 Meter und es hat 50 Grad. Wie geht das? Das macht gar keinen Sinn. Nee. Stellt euch vor, hier war mal ein Gletscher. Hier war wirklich mal ein Gletscher. War nicht ganz Europa ein Gletscher? Glacier 3000 ist hier. Ja, stimmt, ne? Glacier, der ging mal bis hier unten, konnte man Skifahren. Digga. Früher konnte man hier im Winter noch Skifahren, Digga. Heute spielen sie Tennis. Ja, ja. Ja, wir hatten so eben diese Creator Lounge und die war halt nicht klimatisiert. Nee, aber es war schon geil, Digga. Die haben uns alles gegeben, Anreise bezahlt, eben diese Creator Lounge. Ich habe im Container gepennt, du im Hotel in Zürich, konnte man auswählen. Mega, also das war wirklich geil. Aber ich glaube, das Grundproblem war einfach, es war einfach zu heiß, Digga. Ja. Weil es war zum Beispiel Nina Chuba hatte einmal... Leider, ja. Um 5 Uhr gespielt oder 6 Uhr oder so. Und ich glaube, Nina Chuba hat eigentlich schon eine geile Live-Show, so mit Band und Stuff. Und die hat ja auch richtig viele Banger, aber da waren gar nicht so viele Leute, weil es war einfach so die Phase, da waren alle Menschen waren einfach down, die waren einfach durch. Ja, das Problem ist, wenn ein Festival, wenn es so jetzt wie jetzt ist, so 30 Grad plus, dann kann man es nicht enjoyen. Nee, kann es nicht enjoyen. Das war das. Aber ansonsten, Künstler, der war geil. Ich fand Travis Scott tatsächlich... overrated, der war gar nicht, fand ich gar nicht so nice. Mhm. War voll okay. Aber ich glaube, jeder hat auch so dieses Video im Kopf von Frauenfeld 2018 oder 19. Mit den Schuhen. Mit diesem legendären Auftritt. Ja. Also bei den Ami-Rappern sage ich, irgendwie ist mir ähnlich gegangen. Die Ami-Rapper, man merkt so ein bisschen, sie geben sich schon Mühe und sie haben schon Bock, aber so ganz jucken tut sich sie es dann doch nicht, weil die kriegen da ihre, keine Ahnung, wie viele, 100.000 pro Auftritt. Und die deutschen oder die mittelgroßen Künstler, es interessiert sie einfach viel mehr noch, eine geile Show abzuliefern und für die Leute da zu sein. Auch. Die ist egal, ob sie müssen auch oder nicht. Ja, true. Ich glaube, das ist halt noch so ein bisschen mehr das deutsche Ding. Oder weil ich glaube, das liegt tatsächlich einfach an der Richness. Weil halt einfach Ami
Künstler wahrscheinlich so scheiße rich sind, dass es die halt nicht juckt, ob die jetzt eine geile Show machen oder nicht. Die sind halt, die leben halt wahrscheinlich so den krassen Künstlerfilm. Und ich glaube, als deutscher Artist kannst du nicht so einen krassen Künstlerfilm leben. Ich glaube auch nicht. Da musst du immer noch, da musst du immer noch so ein bisschen seriös sein. Also, und zum Abend gehst du trotzdem einfach noch zu dir nach Hause und vielleicht kochst du dir sogar ja, was. Ja, ja, ja. Voll. So als Nina Chuba. Als Nina Chubachub. Nina Chubachub. Ich fand geil, 1999. Warst du da bei 1999? Ja, ja, ich war auch hinten dran. Oh mein Gott. Wir waren Backstage sogar. Stimmt. Wir waren bei 1999 neben der Stage und Hannah ist einfach eingepennt. Es gibt ein Bild, die pennt einfach neben der Stage. Während 1999 mit 100 Dezibel spielt, pennt Hannah einfach da. Ja, Digga, wirklich. Es war so verdammt laut. Man, auch hinter der Bühne, auch die Crowd war so verdammt laut. Ja, ja. Hannah einfach so. Ja, ja. Und ich glaube, die hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und deine Freundin immer so, nee, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Ja, meine Freundin hatte so ein bisschen Angst. Nee, weil sie hat immer Angst. Meine Freundin ist immer ein bisschen ängstlich und hat immer so ein bisschen Angst, oh, geht's dir jetzt wirklich nicht gut oder so. Und eigentlich alle anderen Leute wussten, ja, der hat ein bisschen zu viel gesoffen. Ja, ja. Aber trotzdem, ich wusste nicht, dass man mit so viel Alkohol einfach pennen kann, bei 100 Dezibel. Ja, ja, Hannah kann eh ganz komische Sachen, wenn sie drunk ist. Aber sie verträgt nicht so viel, das heißt, es geht relativ schnell. Ja. Und wenn sie dann, und Hannah hat immer ein krasses High, wenn sie Alkohol trinkt, ja. Aber dann relativ schnell auch ein großes Low. Auch ein großes Low. Und würdest du sagen, so ich würde mehr Alkohol trinken können als Hannah, wenn ich jetzt anfangen würde? Ich glaube schon, ja. Krass, okay, ja, nice. Auch wenn obwohl du noch nie getrunken hast. Ich glaube schon. Ja, ja. Weil Hannah verträgt wirklich nicht viel. Also bei Hannah ist wirklich so, der Punkt ist erreicht, wo sie wirklich gut drunk ist, nach vielleicht 2 Drinks und ein Bier. Dann ist wirklich schon so, also nicht angetrunken, sondern drunk. Betrunken, ja, 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 okay. Verträgt wirklich nicht viel, aber ist bei Frauen allgemein, glaube ich, noch ja, weniger. Safe. Obwohl ich auch viele Frauen kenne, Digga, die so saufen können, die mich auch easy unter den Tisch saufen. Zum Beispiel die Freundin von Stucki, Digga, die trinkt auch. Ich habe nur an sie gedacht. Ja, die trinkt so, Digga, die ist immer um 14 Uhr so gekommen und gesagt, ja, ich habe 5 Bier in Tuss, wie geht's euch? Alleine, die war alleine da, 5 Bier. Ich glaube, jeder hat so im Freundeskreis eine weibliche Freundin, die einfach alle unseren Tisch säuft. Ja, ja. Und so Mittag schon einfach 5 Intus hat und easy drauf ist noch. Ja, ja. Shoutout an Charlotte. Shoutout. Das ist es. Chiago war geil. Dings, Schmidt war... Der Chiago haben wir fast nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, nur ganz kurz. Leider. Ich habe nur, zwei Banger gesehen. Ja. Ich habe auch gehört, dass das geil gewesen sein soll. Ja. So. Schmidt war richtig geil. War süß, ja. Obwohl Schmidt irgendwie gar nicht gepasst hat, so rein vom Ding, der macht ja eigentlich mehr so Pop oder eigentlich gar nicht so Rap. War süß, aber es war viel zu heiß wieder. Leider. Aber wir waren im Schatten doch bei ihm ganz kurz vorne. Ja, bisschen, das war schon geil, Digga. Fand ich schon sehr geil, weil der ist einfach so, Schmidt und Trettmann haben einfach so Musik gespielt und so gewiped, was ich eigentlich voll geil finde. Digga, wir müssen über dieses Thema reden. Wir müssen wirklich über die Moshpit-Inflation reden. Ja, du bist. Ja, wir müssen eine Ansage machen im Podcast, Digga. Du bist eine Moshpit-Inflation-Experte hier in Deutschland. Ja, ich bin Experte, Digga. Okay. Aber du kannst dir das auch, also, du kannst dir das auch bestätigen als Außenstehender, der im Frauenfeld war. Ich bin externer Moshpit-Berater, aber leider nicht ganz in der Materie, weil ich selber kaum noch in Moshpits gewesen bin. Mhm. Ich war dieses Jahr auch an keinem Moshpit im Frauenfeld tatsächlich. Ich habe nur gechillt. Stimmt. Ich habe nur gechillt. Weil das Jahr davor, übel oft, da bist du reingegangen, da hast du nichts gekannt. Boah, letztes Jahr war aber auch, ja, aber ich glaube, ich bin älter geworden. Ja, und ich glaube, die Zigaretten. Welche? Also also ich meine, nicht deine. Aha, ja. Generell so, man hat viel passiv geraucht. Ja, ja, passiv rauchen, das. Nee, guck, vielleicht habt ihr das TikTok gesehen, ja. Aber mir ist es beim Frauenfeld wieder aufgefallen, oder allgemein bei Konzerten, wie viele Moshpits es gibt, Digga. Und es ist funny, dass daraus jetzt wirklich so ein Thema draußen steht, weil ein paar TikTok ein Video gemacht haben, nicht nur ich, auch andere haben was gemacht. Ich hab's gesehen, ja. Und ich habe eh schon oft, ich habe auch mit Chapo darüber geredet, als ich für Stoked was aufgenommen habe, das kommt noch auf Stoked auf dem Kanal, haben wir auch darüber geredet und das sehen halt tatsächlich, das ist das Komische, viele Künstler sehen das genauso, dass eben, dass einfach viel zu viele Moshpits gibt und es klingt wirklich so wie ein Parteivorschlag, der... Es gibt halt wirklich zu viele Moshpits und die müssen halt jetzt wirklich einfach, da muss halt wirklich die Inflation gestoppt werden, Digga. Ich habe das aus erster Hand in Bern bei BHZ gesehen. Ich glaube, die geben sich auch Mühe, nicht bei jedem Song einen Moshpit zu öffnen. Ah, stimmt, du warst auch beim Gurten, ne? Und genau. Und dort habe ich gesehen, wie halt die Crowd auch immer von sich aus einen Moshpit eröffnet. Und ich glaube, die Leute sind halt wie du oder so, jedes Jahr an 3 Festivals, sondern einfach das an stimmt, einem und wollen stimmt. dann einfach das Maximum rausholen. Und vielleicht sind sie auch nur einen Tag da. Okay, stimmt, das ist ein guter Punkt. Den vergessen wir vielleicht manchmal, weil
eben als talentloser, privilegierter Influencer bist du halt oft, ich habe letztes Jahr BAZ 6-mal gesehen. Ja, eben. Und dann, klar, das stimmt schon. Das muss man schon auch überlegen. Aber ich glaube, trotzdem würde ich sagen, für einen Average Dude, der gerne auf Festivals geht, der geht vielleicht auf ein Festival oder auf zwei noch ein paar Konzerte. Ja, ja. Ich glaube, auch der will nicht bei jedem Song Moshpit machen. Klar, für dieses noch ein bisschen nicer, das ist true. Aber trotzdem müsst ihr, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man im Kopf nicht verknüpfen darf, dass ein Konzert ohne Moshpit automatisch ein schlechtes Konzert ist, weil das fuckt mich ab. Weil wenn du nach so Leute hörst, wo sie sagen, ja, da gab es gar keine Moshpits oder so, ja, Digga, muss ja auch gar nicht. Digga, Schmidt war richtiger Vibe. Ja, aber ich meine zum Beispiel Schmidt, ich glaube jetzt nicht, dass der wirklich Songs gemacht hat, um Moshpits zu machen. Nee, eben. So, aber das war ja auch voll sind geil. Sind nicht seine Songs. Genau, oder auch Trettmann. Trettmann hat auch hat richtig viele Banger, aber zu Trettmann-Songs machst du einfach keine Moshpits. Kannst nicht zu, keine Ahnung. Auch am Sido-Konzert kannst du nicht hingehen und Dings machen. Voll. Und auch irgendwie 1999 ist nicht jeder Song ein Moshpit-Song, bei weitem nicht. Nee. Und dann finde ich es voll geil, wenn man einfach mal da steht, einfach vibet, einfach so den Vibe genießt, einfach nur mitsingt oder irgendwie Feuerzeug in die Hand hält oder wenn man raucht, eine Kippe raucht so. Zum Beispiel, ja. Wäre auch geil dann. Das hat auch so ein bisschen einen Vibe, ja. Aber ich glaube, was denkst du, was ist die Tendenz? Ich glaube schon, dass es ein bisschen weniger werden wird. Ich glaube, durch die Ansagen und durch die Parteiprogramme wird es weniger. Nee, ich glaube, es wird ein bisschen weniger. Ich glaube auch, dass es weniger wird. Weil es ist schon auch so ein bisschen so ein Corona-Ding. Weil ich glaube, letztes Jahr war noch viel mehr, habe ich noch viel mehr so das im Kopf gehabt, dass alle reingegangen sind und durchgedreht sind. Dieses Jahr auch, aber ein bisschen weniger. Voll, es haben gar nicht mehr alle Leute so Bock, jetzt unbedingt ein Moshpit zu machen. Nee. Aber ich glaube schon auch, dass es halt krasses Corona-Ding ist. Erstens, weil durch Corona lang nichts war. Und dann wollten halt eh alle kompletten Turn-Up machen. Plus halt TikTok und Insta sind neu mit Reels und Stuff. Oder sind so groß wie noch nie. Und von dort kommt es wahrscheinlich so ein bisschen. Also ein Moshpit macht schon Spaß. Ja. Aber man macht sie auch sehr fürs Video, muss man mal ganz ehrlich sein. Wenn du drin stehst. Na nee, gut, es macht schon auch Spaß, wenn du drin bist und dann alle so, ey, das macht schon Spaß. Sind dann viele so am Filmen, wie sie reinjumpen oder was? Sind schon viele am was? Film, ja. Oder auch der Rapper, der halt will, dass es gefilmt wird und so. Ja, ja, okay. Denkst du, dass Rapper oder Künstler auf der Bühne oft an Clips oder TikToks denken? Oder ab und zu mal? 100%, Digga. Ich glaube, die würden lügen, wenn die sagen, ich denke gar nicht an Clips. Ja, ich glaube auch. Oder beziehungsweise auch in der Planung von der Show mittlerweile. Ja, ja, so, vielleicht so, wenn ein Handy auf die Stage fliegt oder so, mal wirklich Dings schnell ja, kurz filmen. Boah, safe, das habe ich mich auch schon gefragt. Solche wenn Sachen. So ein Handy auf die Bühne geschmissen wird, die wissen doch ganz genau, das wird jetzt gepostet auf TikTok und das ist geil. Ich glaube eben auch, aber mittlerweile ist es schon zu viel. Ja, ja, nicht ja. Mehr so was Neues. Aber Schmidt war richtig geil, da hat jemand irgendwie das Handy verloren oder auf die Bühne geworfen? Ich bin mir nicht sicher. Oder geworfen vielleicht. Ja, und kann hat es sein. Nicht gesehen. Und dann hat er das Handy so in die Cam gehalten und dann haben die das groß gezeigt, dass man weiß, wem das Handy ist. Das war irgendwie nice. Dann hat er das so zurückgegeben. Das war ein cuter Moment am Frauenfeld. Ich kenne seine Musik gar nicht so, aber er scheint ein sehr, sehr süßer Junge. Weißt du, wie alt er ist? Ich sag älter als man denkt. Ich sag 35. Schmidt. Schmidt ist 35. Schmidt ist 46. und hat ein Kind. Und ich glaube, er ist verheiratet. Das ist jetzt Halbwissen nur, aber er hat auf jeden Fall eine Tochter. Okay, man könnte auch 30 sagen. Ja, ja, ich hätte gedacht, 28. Noch jünger, ja, ja, ja. Nee, aber der ist Familiendad. Digga, okay, der hat sein Leben im Griff, oder was? Der hat sein Leben im Griff, ja. Fuck. Es gab noch diesen einen anderen Vorfall beim Frauenfeld, bei Skimask. Den haben wahrscheinlich die meisten von euch gesehen. Dieser Stage-Dive von der Seite, das war auch komplett... Für die Leute, die, glaube ich, nicht da waren... Ich glaube, man sieht im Video gar nicht, wie hoch das wirklich ist. Das sieht man ja auch nicht. Das sind schon über 3 Meter, safe. Minimum. Und wenn ihr schon mal vom 3 Meter ins Wasser gesprungen seid, dann wisst ihr, wie hoch das ist, wenn man oben steht. Und stell dir mal vor, du fliegst auf den Rücken mit einem Frontflip auf harten Boden von so 3,5 Meter, Digga. Ja. Also bei Skimask, nur zur Erklärung, bei Skimask ist einer auf die Bühne gegangen und dann wollte er so Stage-Diven-mäßig. Und dann hat Skimask ihm gesagt, ja, beim 3 Meter, bei der hohen Stage soll er reinjumpen, aber dort war die Crowd nicht so eng und so dicht und dann ist er reingejumpt und einfach, Digga, den hat es komplett auf den Kopf gefetzt. Ja, ich glaube, der ist noch so rübergekommen. Ja, so ganz knapp, Ich glaube, sein Plan war halt so einen Frontflip so auf den Rücken zu machen. Digga, aber... Ich kann das vielleicht hier zeigen. Das ist gottlos, ja, das... Kann ich das zeigen, was er machen wollte? Ist das dumm? Wie zeigen? Ich zeig jetzt, was der machen wollte. Okay, warte. Okay, aber Adi zeigt jetzt, was
der Typ machen wollte. Also, wir sind jetzt hier, Adi, stellt euch jetzt Adi vor, auf dem 3 Meter. Ich sage euch, sag euch jetzt, was dieser Dude beim Frauenfeld machen wollte. Also, jetzt hier so. Der kam so, dann wollte der so. Ja, genau, so. So wollte er machen, ja. Der wollte halt so mit dem Rücken auf die Hände, oder? Das war der ich Plan. Ich glaube ja. Aber das hätte ja erstens nicht geklappt, weil seine Rotation war viel zu langsam. Das heißt, wenn die Leute da gewesen wären, dann wäre der straight up mit dem Köpfer in die Leute rein. Ich glaube auch, ja. Und auf den Rücken hat es nur gereicht auf dem Boden. Ja, der war so. Ja. Der war wirklich straight up in die Leute rein. Ja. Und das geht ihr einfach nicht. Also ich call rein, dass der richtig Glück hatte, dass er nicht irgendwie querschnittsgelähmt ist. Digga, ich auch. Als ich den Clip gesehen habe, habe ich gedacht, dass der nur eine Hirnerschütterung oder was auch immer der hat. Er hatte, glaube ich, nur Handinnenknochen gebrochen und Prellungen an der Rippe. Das nix. So. Ja, es hat viel schlimmer ausgesehen. Ihr habt den Clip sicher schon gesehen. Ja, andere Leute fahren Ski mit 10 km/h und reißen sich das Kreuzband. Andere Leute fahren Ski und fahren in den Stein und... Schau da zu Michael Schumacher, Digga. Ja, das war auf jeden Fall Ski-Mask. Und dann, lass das noch kurz erzählen. Ja. Wir waren ja dann noch hinten beim... Ist actually viel passiert beim Frauenfeld. Wir waren dann noch Backstage bei Raf Camora und Bones MC, Digga. Ja, stimmt. Pascal hat dir da Backstage wie geklärt. Eigentlich ich nicht. Ich bin nur so mitgeswirpelt und habe mich ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, das war auch eine crazy Story. Pascal, also MM Pascal, den kennt ihr vielleicht, der macht ein paar Sachen manchmal mit Unsympathisch oder Honeypoo. Ja. Ist Fotograf, der war Fotograf von 50 Cent. Der ist überall irgendwie. Der war Fotograf von Snoop Dogg und ist jetzt Fotograf von 187 und hat sonst geile Projekte. Und der hat mir geschrieben am Tag vorher, yo, ich bin am Frauenfeld mit Raff und Bones, hast du Bock auf die Bühne zu kommen, so auf der Seite und dir das anzugucken? Ich so, ja, safe, richtig Bock, ich will mir das angucken. Ja. Und dann waren wir aber so eine bisschen zu große Gruppe. Wir waren irgendwie so 10 Leute. Ich wollte eigentlich nur so 3-4 Leute mitnehmen, weil... Ja, logisch. Und da habe ich mich auch schlecht gefühlt, weil die haben dann wie auch alle gedacht, yo. Ja. Aber ist, und jeder hat so gedacht, jemand geht. Aber ich glaube, jemand ist gegangen. Philippa oder so. Ich weiß nicht. Nee, die war auch dabei. Die ganze Zeit. Die war dabei. Mit uns. Ist gar niemand gegangen? Ich glaube nicht. Wir waren da auf jeden Fall eine Gruppe von so 10 Leuten. Habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. Dann wollten wir so auf die Stage hochlaufen. Kommt so der erste Security. Was macht ihr hier runter? Dann wir so, ja, Pascal. Ja, nee. Nix, Pascal. Dann mussten wir runtergehen. Dann haben wir schon gedacht, ja gut, das klappt nicht. Das war's, ja. Und dann ist aber tatsächlich Pascal gekommen. Shoutout. Und konnte uns 10 so auf die Seite der Bühne nehmen. Und das war schon, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel man da erzählen darf und was nicht. Die waren auf jeden Fall mit Leuten da, die schon scary waren, so auf eine Art. Ja, klar. Ja, also dieser klassische Rapper-Film, die haben noch so eigene Security dabei und so. Und da willst du keine Scheiße machen auf der Bühne. Aber dann sind wir halt so dort gestanden und haben uns das Konzert angeguckt von Bones und Raff. Und es war schon sehr impressive. Ja, vor allem, wie so ein Bühnenbild schnell gewechselt wird. Die haben so viel gehustelt dort hinten. Also, was hinter so einer Bühne passiert, die sind übel am Schwitzen, übel am Hasseln. Ja, und vor allem, die haben während der Show das komplette Bühnenbild geändert. Eben, darum, also kam, genau, in der Mitte diesen Vorhang und dann komplett geändert und dann Vorhang wieder weg, neues Bühnenbild. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es hat so ausgesehen, als wäre bei Raff und Bones am meisten Leute da gewesen. Bei der Stage vorne, ja. Auf einmal waren am meisten dort. Alle haben auch gesagt, dass das Konzert vorne richtig geil war. Weil das ist ja der Clou, Digga. Auf der Seite der Stage hörst du ja den Sound eigentlich gar nicht richtig. Man hört es nicht so gut. Man hört nur den Bass, man hört nur so... Ich hab die Songs meistens nicht gehört, auch wie sie gesungen haben, nichts gehört. Nee, das hörst du gar nicht. Man hört nur das Feedback von der Crowd. Ja, und der Bass. Der Bass kommt einfach durch. Der kommt durch. Der Rest hört man gar nicht. Aber es war voll impressive, wie bei denen so... Die leben ja, glaube ich, schon so diesen Gangsterfilm, I guess. Ja. Oder was man so hört aus Hamburg, dass sie halt wirklich auf der Street chillen und auch so, ne... Dass man, glaube ich, eher cool sein soll mit denen, würde ich jetzt sagen. Und ist schon krass, wie das dann aber auf der Bühne so funktioniert. So diese Mischung von, die fahren halt komplett ihren Film da, aber trotzdem muss ja die Produktion so professionell sein. Und dass das Hand in Hand geht und die hatten so viele Leute dabei. Da waren locker, wie viele Helfer waren da? Mit eigenen Leuten 25, 30 mindestens, Leute mindestens. Ja. Weil das heißt auch, sie sind nicht nur immer... Diese Kernassis einfach nur einen kompletten Fake am geben, sondern dort sind sie dann alle ein Team. Ein Team. Und dann arbeiten sie wirklich zusammen und sind ernst. Ja, oh, eine Wolke kommt, eine kleine, aber nur für 2 Sekunden. Oh nee, shit. Es ist gottlos heiß, aber die Cams halten noch aus. Ja, die halten noch. Ja, wir haben so Stuff drüber gelegt. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber anscheinend schon.
tatsächlich haue ich jetzt kurz eine Empfehlung der Woche raus. Oh, gerne, weil gerne. Ich fand das so impressive bei Ruff und Bones, und ich habe mich nie so mit denen befasst, weil ja. das nie so meine Musik war. Ja. Obwohl ich jetzt sagen muss, durch das neue Album Wien und so, es sind ja auch ein paar Songs auf der Playlist. Hast du viel gehört, ja? Habe ich voll viel gehört und finde es auch mittlerweile irgendwie nicer. Ja. Und ich fand das so impressive, dass ich die Doku geschaut habe von Ruff, Camora und Bones, wie ja. die Palme aus Plastik gemacht haben, weil ich wusste das auch nicht. Die haben sich ja erst durch Palme aus Plastik irgendwie so kennengelernt. Ja, ja. Und haben halt das Projekt komplett aus dem Nix gemacht. Und das hat dann so gewiped und dadurch haben sie halt den miesen Hype bekommen und die haben so eine Doku gemacht über das ganze Projekt. Und es ist richtig spannend, geil. Weil Ruff dann doch ein richtig professioneller Dude ist in der Doku. Zieht euch die rein, die ist auf YouTube. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Palme aus Plastik Doku irgendwas. Findet ihr, findet ihr. Richtig impressive. Muss und, ich mir auch anschauen, ja. habe ich Bock. Und ich habe dann, oh nee. ich habe dann Ruff auf Insta geschrieben. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast dem irgendwas geschrieben auf Insta. Wir hatten ja ihn in Anführungszeichen vor 2 Wochen mal als Sprachmemo, das war Paul. Ja, ja. Aber jetzt, das ist wirklich. Das ist jetzt wirklich. Das ist ohne Witz, Leute. I swear, wirklich, bro. Das ist wirklich Ruff. Genau, ich habe die Doku geguckt so spät abends und fand das voll impressive alles und habe ihm nur eine Memo geschickt, wo ich so gesagt habe, yo Digga, ey, ich find's voll impressive, was ihr auf die Beine gestellt, bla bla bla. Und dann hat er das geantwortet. Ey, vielen, vielen, vielen Dank. Es freut mich wirklich sehr, eine Nachricht zu bekommen, nur mit Props, ohne irgendwas danach. So reine Props, das ist wirklich vielen, vielen Dank, man, freut mich. Dann in diesem Sinne, schöne Grüße und danke an MM Pascal. Und ja, freut mich, dass es euch gefallen hat. Und warte kurz, jetzt kommt's. Ja, aber Ding. Ah, ja. Und ich sehe, du machst Videos und so und Podcasts und bist Founder. Werde ich auf jeden Fall mal abchecken. Founder, Digga, Podcast. Wir sind Podcaster. Founder, Digga. Aber nee, er ist wahrscheinlich gar nicht gewohnt, dass ihn jemand anschreibt oder Props gibt mit einem Verifiziert-Haken, ohne ihm noch, Yo, aber kannst du vielleicht noch und das machen? Einfach nur Props, fertig. Aber genau das war meine Absicht, weil ich finde es auch so geil, wenn einfach jemand so schreibt, ey, voll geiles Video, ich gucke deine Videos gerne, tschüss, ohne irgendwie noch meine Schwester hat Geburtstag, da kannst du ein Video schicken. Einfach so, und habe ich gedacht, sage ich einfach mal so, ist cool. Digga, ich habe das auch schon ein paar Leuten einfach, wenn ich den Stuff nice finde, den sie machen, warum nicht einfach mal den einfach schreiben? Ist geil, was du machst. Ja. Ich habe manchmal so nostalgische Momente. Ich habe das oft beim Fliegen, wenn ich so bei einem Projekt war irgendwo oder irgendwie, wenn ich irgendwo war, so für ein Projekt und dann fliege ich zurück, dann sitze ich manchmal so im Flieger und schreibe einfach so Leuten einfach so Danke. Also, ich weiß nicht, es war bei der No Food Challenge, habe ich einfach so ihnen, aber dann auch Leute, die gar nichts mit der No Food Challenge zu tun hatten, dann habe ich einfach so Henke so geschrieben. Also, yo, ey, einfach so Danke für die geilen Gespräche immer und bla bla bla. Einfach so nur, wenn man so einen Moment hat, Digga. Und das ist irgendwie voll geil, weil dann schreiben die oft zurück. Dann schreiben die oft zurück, ja, ey, danke auch, ebenfalls, und das ist das Gespräch vorbei, so im Chat. Aber beide sind, glaube ich, so happy, dass man einfach so Danke gesagt hat. Das ist voll geil. Alle sind happy und freuen sich. Also das habe ich auch oft nach Events oder oft, so, wenn etwas passiert ist, so was irgendwie so crazy was ich früher immer geträumt hätte und immer krass gefunden hätte. Und das hatte ich in den letzten Jahren, ehrlich, war viel so, solcher Stuff los. Und einfach mal zu reflektieren und das Ganze zu schätzen, dann kommt immer das Feeling, ich muss eigentlich dankbar sein. Das war bei uns nach der Turnstunde, als wir das noch auf Schweizerdeutsch gemacht haben, Digga. Haben wir im Chat wirklich, man hat gedacht, wir machen jetzt ein Gangbang. Wir haben alle nur so Herzen reingeschickt und oh, so geil, bla bla bla. Aber wir waren so auf Wolke 7. Es war wirklich krass, aber das war immer noch unser mit Abstand erfolgreichster Stream, I guess. Stimmt, oh mein Gott, es war einfach auf Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, 2000 Leute. Erreicht, ne? Haben wir einfach auf Hochdeutsch nicht geschafft, aber das war crazy. Aber das war auch so voll mit Corona, also so voll. Ja, voll. Da waren alle zu Hause, aber es war ein sehr geiles Projekt. Stimmt. Wir müssen dieses scheiß Tischtennis-Turnier auf die Beine stellen, Digga. Wir wollen, aber wir haben das noch nie gesagt öffentlich, noch nicht so richtig, scheiß drauf. Wir wollen wieder ein Tischtennis-Turnier machen mit unbedingt. Leuten, die Tischtennis spielen können. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, schreibt die uns gerne in die Kommentare, die spielen können. Das müssen so Creator sein, so ein bisschen. Müssen nicht große Leute sein. Nee. Zum Beispiel Hugo ist safe dabei. Der hat mich wieder gefragt, jetzt beim SSV Harztag-Spiel. Der kann safe spielen, oder? Der war sogar im Club 3 Jahre. Scheiße, ja, da kann der diese Spin-Scheiße. Ja, ja, ja. Das ist scheiße, wenn man so die Spin-Scheiße kann. Aber ich glaube, wir können auch genug spielen, um das so ein bisschen interessant ist. Ja, unbedingt. Das wird competitive. Ich hab Bock. Ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare rein.
Schreibt es in die Shownotes rein. Nee, keine Ahnung. Guckt in die Shownotes. Lass deine Bewertung da, verdammt noch einmal. Ja, aber wirklich. Apropos Events, apropos ausgelassene Stimmungen. Digga, was ist das jetzt? Ja, sorry, ich muss kurz mein Handy checken. Ich war süchtig. Ja, Digga, er ist süchtig. Er ist wirklich süchtig. Also, du warst diese Woche noch in Hamburg und hast das Spiel Team Eligella gegen Team Trimax Fußballspiel. Habt ihr gespielt? Erstmal, habt ihr gewonnen? Du warst in Team Trimax. Ja. Habt ihr gewonnen? Nee. Okay, das war ja eigentlich klar, oder? Also. Aber ihr habt euch gut geschlagen, habe ich gesehen, irgendwas. Wir haben uns gut geschlagen, die ersten 25 Minuten. Ah, und dann? Und dann hat es aber wirklich gekracht und gepfiffen. Aber erstmal, Shoutouts an Trimax und Eligella für dieses Event. Sehr, sehr geil auf die Beine gestellt. 6.000 Leute waren da. Boah, geil. Glaube ich, ausverkauft. War voll geil. Ja, du musst dir das so vorstellen. Okay. So ein Einwärmen oder Aufwärmen, wie sagt man auf Hochdeutsch? Ich weiß es nicht. Die machen sich alle immer lustig, wenn ich sage, wärmen wir uns jetzt auf oder ein. Ich glaube, die sagen Einwärmen, oder? Einwärmen. Und ich sag, wir sagen Aufwärmen. Ja, ja, ja. Ich sage dann immer, wärmen wir uns jetzt auf. Dann sagen die ja, Essen wärmt man auf. Das heißt Einwärmen, ja. Auf jeden Fall, du musst dir vorstellen, ein Einwärmen gibt es beim SSV Harztag nicht. Ah, die wärmen gar nicht ein. Ja, irgendwann kommt dann Dennis, der Captain, und sagt mal so, ja, komm, wir laufen jetzt ein paar Mal hin und her. Aber das Ding ist eben, darum sind immer alle verletzt, oder? Ja, bei ihnen geht's, glaube ich. Okay, aber ja, okay. Schon so, ist halt wirklich Kreisliga. Da gibt es nicht wirklich einen Einwärmen. Hingegen bei Eligella, Digga, sieht das aus wie bei einer Erstliga-Bundesliga-Mannschaft, Digga. Die machen mit Hütchen, mit Gruppen, mit Ersatzspieler, Startelf, alles wärmen die sich ein, mit Trainer, Digga. Alle gleiches Outfit, alles, keiner hat Kamera dabei, 10 Bälle liegen rum. Also einfach wirklich, seriöses, ja, ja, einfach Einwärmen. Seriös. Ne? Und genau. Aber ja, ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr Ambitionen. Auf jeden Fall haben wir dann gespielt. Alle Influencer haben in der zweiten Halbzeit gespielt. Die guten Spieler in der ersten Halbzeit. Und die haben sich echt gut geschlagen, die ersten 25 Minuten. Aber und dann hat, ich weiß nicht mehr, Alex heißt er, genau. Der hat ein, ja, Tor gemacht. Wir haben ja das 1-0 gemacht. Ja, und ich glaube, dann waren die Leute von Delay Sports schon ein bisschen sauer. Ich glaube, auch Eli war so ganz kurz angezwickt, so, weil für ihn war es im Kopf eigentlich schon ein easy win. War ja am Schluss auch ein easy win. Ja, ja. Aber am Anfang hat es halt nicht so geklappt. Typisches so Cup-Spiel halt, ne, dass am Anfang der Gegner irgendwie gut ist. Und dann 1-0. Aber ich glaube, das 1-0 war auch so ein bisschen Selbstmord tatsächlich. Warum? Weil dadurch, dass wir eins geschossen haben, war die schon die happy? Wurden die halt einfach dreimal so stark direkt. Weil die hatten dann noch mehr Bock zu gewinnen. Und haben dann, glaube ich, weiß gar nicht, 7-1 oder 8-1. Ach so, es blieb beim einen Tor. Ja, ja, ja. Ach so, scheiße. Keine, okay. Nee, wir hatten, glaube ich, noch ein, zwei Chancen, aber auch nicht wirklich. Ja, okay. Aber ja, in der zweiten Halbzeit kamen alle Influencer rein. Ich habe gespielt, außen rechts, gute Position. Noah ist reingekommen, Marc Eggers ist reingekommen, Hugo ist reingekommen. Max war, glaube ich, die ganze Zeit drin. Max bisschen nicht so der Laufstärkste. Aber er spielt halt, weil ihm der Club gehört. Muss ja. Ist dann manchmal ein bisschen so ein Dorn im Auge vorne, wenn einfach gar nicht angegriffen wird in der Mittellinie. Achso, wird einfach nichts gemacht. Nee, aber es gehört dazu. Ja, dann war das Spiel fertig. Sehr, sehr geil, gab es noch ein Feuerwerk. Und dann, wegen dem Feuerwerk gab es keine Aftershow-Party. Bro. Die mussten sich halt entscheiden zwischen, ja, Feuerwerk oder Aftershow-Party, haben sich das Feuerwerk ausgewählt. Und die Aftershow-Party mussten wir dann selber finanzieren. Dann aber so. Aber so, wie ich das mitbekommen habe, ging die Aftershow-Party dann trotzdem gut rein, oder? Ja, da wurde dann trotzdem irgendwie noch eine Aftershow-Party gemacht, ohne dass es eine gab. Wir haben in diesem, kennst du so diese Club-Restaurants? Club-Restaurants? Clubhaus. Ja, wie hier? Ja, ja, so wie beim Tennisclub dort, wo du gewohnt, ja, hast. Ja, genau, ich weiß, einfach wo, so, ja. Wo es, ja, so Bier gibt und so Stuff. Ah ja, wie so beim Fußballclub. In der Schweiz, Büvette. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Dort waren wir zuerst. Ja. Und haben dort ein bisschen reingetrunken. Ja. Da ist Carsten, der Kameramann von Marc, ist plötzlich mit einer Wodkaflasche rumgerannt, mit diesem Zipfel oben zum so Einschenken, diese, ja, weißt, ja, du? Ja, ja. Und dann hat er allen das so in den Mund gefüllt. Und ich glaube, das war schon mal der Anfang vom Ende. Und dann musste ich, weil ich meine Kamera dabei hatte, musste ich meine Kamera auf dem Weg zum Club im Hotel hinlegen. Ja, das, ja, heißt, ich habe ein Uber gebucht mit Zwischenstopp. Und dann ist Niki mitgekommen und Emily. Und wir haben gesagt, Digga, wir legen die Kamera ganz kurz hin und gehen dann direkt zum Club, weil wir mussten alle zusammen reingehen. Ja, und das hat nicht geklappt. Weil wir in der Bar vom Hotel hängen geblieben sind für 40 Minuten. Und der Uber-Fahrer? Der Taxifahrer, der stand draußen die ganze Zeit.
Das war richtig teuer. Wir haben das einfach vergessen, weil wir waren schon so angetrunken. Dann habe ich die Schuhe hochgebracht. Als ich runterkam, hat sich Niki für uns Espresso Martinis bestellt. Ja, ja. Aber die gingen richtig lang und dann haben wir angefangen, diese Untersetzer zu flippen. Ah, ja. Ah, das habe ich gesehen. Ja, ja. Das ist dieser legendäre Clip. Und währenddessen war das Taxi draußen am Warten? Währenddessen war das Taxi draußen am Warten. Wir haben angefangen, diese Untersetzer zu flippen. Ja. Und wir haben vergessen, dass das eigentlich so eine ruhige, noble Bar ist im Hotel. Das ist eigentlich so eine ruhige Bar mit so Jazzmusik und so. Ja, Digga, es war auch nur, also wie ich auf dem Video gesehen habe, waren auch nur ihr am Radal machen. Ja, ja, nur wir, wirklich. Da waren so Pärchen, die saßen. Und ich glaube, ein paar fanden es wirklich lustig, ein paar waren mies abgefuckt und sind dann auch gegangen, weil wir haben diesen Trick, diesen einen, wir posten den in der Insta-Story bei Milo Totoro als Bezug, haben wir irgendwie so 15 Versuche gebraucht und dann fielen diese Karten runter, du musst mir die aufheben. Und das ist auch so laut, ja, ja, wenn das alles auf den Boden fällt. Und wir komplett drunk, komplett einen abgelacht immer, fand das richtig geil. Auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, haben dann die Espresso Martinis bekommen, aber relativ spät, weil die so lang gingen und dann mussten wir die exen. Wow, das war Digga. Ein doppelter Espresso Martini und das war, glaube ich, der Anfang vom Ende, wirklich. Aber Espresso Martini ist wirklich das, was das drauf ist, das, ist, was ist drin? Ist. Ja. Espresso, Kaffee? Ja. Mit Martini? Ja. Ist das geil? Das ist richtig geil. Okay, das, krass. Das hat auch noch so eine Schaumschicht oben. Ich weiß nicht, ob das... Ah, ich weiß welches. Das sieht übel schön aus. Ja, ja. Ist auch in so einem Martini-Glas, also wie so James Bond. Und hat so ein Dreieck. Ja, ja, und hat noch so zwei, drei Kaffeebohnen oben drin. Wow, okay. Das und sieht schön aus. Und es ist creamy, das ist das Geile. Krass, ich mag okay, Cream, okay. Digga, ich finde das geil, bisschen Cream. Ja, das war der Anfang vom Ende, weil wir das exen mussten. Ich glaube, das war mein Fehler, weil dann bin ich in den Club gegangen, wusste noch, dass ich ein bisschen zu viel getrunken habe, habe mir dort direkt nochmal einen Drink gemacht, weil es der Glitch ist, der Bierglitch. Dass wenn man ab einem gewissen Punkt, wenn du drunk bist, trinkst du einfach nur noch. Das ist einfach der Alkoholglitch. Mhm. Und dann kannst du dich aufhalten. Und dann das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich im Hotel war, auf dem Klo. Ja. Oh. Und dann... Und dein Koffer? Ja, ja, das ist der nächste Morgen dann. Und der Plan war eigentlich, direkt zum Flughafen zu gehen um 6 Uhr morgens. Aber ich war ein bisschen zu drunk, dann bin ich einfach eingepennt, keinen Wecker gestellt. Und dann bin ich um 12 Uhr morgens aufgewacht. Morgens? Ja, ja. Mittags, Digga. Mittags. Und die Leute, die trinken, kennen das. Du kannst es wahrscheinlich nicht damit relaten. Nee. Aber wenn du so noch angetrunken bist vom Abend, aber du verpasst so den Flieger oder so, dann machst du dann in deinem Kopf so, dann klickt so. Und dann bist du direkt so im Fuck-Fuck-Fuck-Modus. Und dann bist du so direkt nüchtern und, oder du denkst, du bist nüchtern. Dann ja gut, ich, also ich glaube, vielleicht 0,3% der Leute wissen, wie es ist, drunk aufzuwachen und den Flieger verpasst zu haben. Ich glaube, ja, das passiert schon jemandem. Ja, das, okay, auch nicht, aber vielleicht jetzt, wenn... irgendwas passiert in einem Homie oder du dein Handy verlierst. Das dann bist du direkt das, so aus dem Spaßmodus draußen und so, du bist plötzlich nüchtern. Und das war dann. Dann habe ich alles gepackt innerhalb von 2-3 Minuten. Bin nicht mehr duschen gegangen, gar nichts. Viel zu schnell, alles ne? gepackt, viel zu schnell, komplett hang, nichts getrunken. Dann wollte ich den Koffer schließen, habe ich gesehen, dass da sowas drin liegt. Und dann habe ich einfach in den Koffer gekotzt. Und ich weiß nicht, wann ich in den Koffer gekotzt habe. Hallo? Digga! Was? Ah, oh, okay, gut, alles easy. Ja, okay. Passt, danke. Ich Digga. Weiß nicht, wann ich in den Koffer gekotzt habe, Digga. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie, ich habe noch nie auf dem Boden gekotzt ins Bett. Ich bin eigentlich nicht so ein Kotzdude. Und wenn ich kotzen muss, dann immer ins Klo. Und aber, Digga, wie kann man sagen, warum? Es gibt ein Klo, es gibt einfach einen Boden, aber du kotzt in den fucking Koffer. Ich glaube, ich war so drunk. Ich weiß ja auch nicht mehr, wann das passiert ist. Ich weiß noch, dass ich im Klo gekotzt habe. Ja, du hast auch nie Filmrisse sonst, ne? Selten. Ab und zu, so zweimal im Jahr, würde ich sagen. Und das war jetzt einer davon. Ich weiß irgendwie so 3 Stunden nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich aus dem Club gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich ins Taxi gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich... Digga, also nehmt euch kein Vorbild daran, aber es war schon funny. Nicht kein Vorbild daran. Aber es war schon sehr funny. Aber ich muss... Ich habe gerade vorhin noch überlegt, wenn du darüber geredet hast, in den letzten 2-3 Podcasts, da ging es erschreckend viel um Alkohol, ne? Im letzten auch? Ja, gut, 1999, Frauenfeld. Ja. Ja, eben, es war zweimal Frauenfeld. Stimmt. Und jetzt das. Also, ja. es geht. Ja, meine Damen und Herren, wir sagen euch immer, trinkt nicht. Oder nicht so viel. Wir sagen euch immer. Und dann so eine Story, die 15 Minuten dauert, über komplett erfüllt. Und dann zusammenfassend. In den Koffer gekotzt. In den Koffer gekotzt, geil. Und den Flieger? Wie viel mehr hast du dann bezahlt für den Flug? Ja, 700. Es war dumm, aber das Problem war, geil. Ich hätte auch am Abend fliegen können für 80. Aber es war ich viel musste, zu spät. Nee, ich musste nach Hause. Unbedingt. Das war eben das Problem, wieso ich dann aber auch so schnell aufgestanden bin. Weil mein Bruder einen Auftritt hatte in Basel beim Tattoo und der dirigiert dort so eine
Brass Band, keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Und ich musste dorthin und deshalb hatte ich so Stress, deshalb bin ich auch beim Aufwachen direkt so, fuck, Digga, weil ich musste eigentlich diesen Flieger erwischen. Aber dann hat es noch geklappt, dann bin ich 5 Stunden lang über München nach Zürich geflogen, dann von Zürich nach Basel gefahren, dann war ich 10 Minuten zu Hause und dann ging wir zum Auftritt. Aber dann war ich schon wieder fit. Ach so, du bist bis nach München gegangen? Oh mein Gott, okay. Ich bin nach München geflogen von München nach Zürich. Digga, es ist... Du hast so einen Umweg gemacht, Digga, es ist gottlos. Ja, das war... Scheiße, oder? Ja, aber war geil in Hamburg. Hamburg ist immer gut. Hamburg, in Hamburg entstehen immer gute Stories, oder was? Ja, ich glaube schon. Okay, Hamburg. Was war bei dir so? Ich war am Gurtenfestival. Stimmt. Und habe nicht getrunken. Stimmt, wie war das? Ich habe gesehen, das ist auch so ein Festival, so ein Open Air, und da habe ich Dings gesehen. Ein volles krasse Line-Up hatten die. Rosalía, J Balvin, BHZ habe ich eben gesehen noch. Und Lil Nas X, aber der war nix. War der scheiße? War okay, aber der ist auch so wahrscheinlich viel zu rich schon. Und den juckt es einfach gar nicht mehr. Ja? Ja, ja. Aber denkst du, ist der verdruckt? Nee, ich glaube nicht. Nicht so, ne? Ich glaube nicht so, nee. Ich habe heute einen Tweet gesehen auf Twitter von Top 10 Rappers which don't do drugs, Digga. Da sind voll krasse Leute dabei. Ja? Zum Beispiel Gucci Mane, 50 Cent. No drugs, okay, anscheinend hat 50 Cent gedealt so in der Hood, aber nie Drugs genommen geil, selber. Geil, wichtig. Ist crazy. Ich kann mir einen Ami-Rapper nicht vorstellen ohne Drugs. Ja. Für mich gehören Drugs und Ami-Rapper einfach so zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Liste noch irgendwie... Vielleicht hast du die geliked oder sowas, wäre noch interessant. Sieht man das auf Twitter, was man liked? Irgendwo wahrscheinlich schon. Drake? Ich guck mal kurz. Drake wahrscheinlich nicht. Eminem? Oha. Nicht mehr seit... Ja, okay, ja. Seit irgendwie 2009 oder... Vielleicht seinem Kind oder sowas. Oder ja. Warte, jetzt können wir testen, wie gut der Suchdingsbums ist auf Twitter. Rappers? Okay, jetzt sind wir gespannt. Which? Digga, hast du von der neuen Insta... Twitter-Klon-App gehört. Threads. Ja. Die ging irgendwie in den USA richtig. Die geht in den USA live, aber irgendwie, used die schon niemand mehr oder nicht so viel wie Twitter. Ich glaube, es hat ein bisschen gefloppt, ich weiß nicht genau. Aber haben sich nicht irgendwie 100 Millionen Leute angemeldet in den ersten? Doch schon, ja. Aber weil die irgendwie über Insta sich anmelden konnten oder so. Du kannst direkt dich über Insta anmelden und dann hast du auch schon die Follower, Ja. Und bist auch verifiziert und, also das alles. Aber was ist der Sinn davon? Keine Ahnung. So eine Twitter-Konkurrenz zu machen wahrscheinlich. Aber kann man in Deutschland jetzt den blauen Haken kaufen? Weil ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen, weil Twitter, bei uns kann man nicht. Also nee, meinst du Twitter oder? Nee, auf Insta. Weil Juli hat ein Video gemacht. Ja. Zwei, drei Leute haben ein Video gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Leute mit blauen Haken sehe auf Insta auf jeden Fall. Seit dann. Aber ich weiß nicht, ob man sich's offiziell schon so buyen kann wie auf Twitter. Weil auf Twitter kannst du einfach buyen. Ja, weil in gewissen Ländern ging es schon bei Insta. Ja, USA. Vielleicht kommt jetzt. Ja, aber wenn ihr euch den Haken kauft auf Twitter, Digga, dann kracht es aber gewaltig bei euch. Auf Insta. Ich habe ihn mir auf Twitter geholt, aber aus wissenschaftlichen Zwecken. Ich wollte gucken, weil es hieß ja auf Twitter, dass deine Tweets mehr angezeigt werden oder so. Leute, es bringt gar nichts. Also, wirklich nicht? Es bringt nichts. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Impressions, aber es macht ja auch keinen Sinn. Da müssten die ja alle Leute, die sich das kaufen, müssten sie ja pushen. Das macht ja auch keinen Sinn. Es gibt auch für die Plattform null Sinn, weil wenn dann alle, die einen kaufen, scheiß Videos machen, nicht gute Watchtime, dann ist wieder gleich wie vorher. Dann sind die Leute nicht dran an der App. Das bringt am Ende wird es wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass es für diese Plattform einfach so wie Premium-Version gibt. Wenn du alle Funktionen willst, musst du einfach bezahlen. Ich glaube auch. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das mit dem Verifizierten dann weggeht, weil dann weiß man einfach nicht mehr, wer... Obwohl es ja dann auch wieder eine Verifizierung für die Verifizierung gibt. Also es gibt Leute... Das ist so blöd. Du kannst dir ja den Verifizierungsbutton kaufen, aber wenn du dann richtig Fame bist, steht dann Verified, also gibt es nochmal sowas, das darunter steht bei Twitter. Also um wirklich zu sehen, dass du wirklich der bist. Dass du wirklich... es ist so blöd. Twitter Blue oder Verified? Ich keine Ahnung, es ist einfach dumm. Ja, stimmt, heißt sogar Twitter Blue. Ich habe den Artikel gefunden, Digga. Rappers which don't do drugs. Okay. Auf Platz 1 ist Milo Romani. Okay, der ist gut, ja. Der ist crazy. Nee, 50 Cent. Ja. Nimmt keine Drugs. Kendrick Lamar. Oha, ja gut, aber der ist auch ziemlich klar im Kopf. One of Kendrick Lamar's first big hits, Swimming Pools, addressed some of his experience with alcohol and his feelings towards it. Okay. Warst du da dabei, als wo? Kendrick Lamar durch den Backstage gelaufen ist beim Frauenfeld? Nee. Warst du da nicht mehr da?
Ich weiß ja nicht. Nee, es war, glaube ich, so um 1 Uhr morgens. Ja, da war ich nicht mehr da. Da haben wir mit 1999 Tischtennis gespielt. Und dann lief der einfach hinten durch mit so Securities. Weil ich glaube, der kam vom Auftritt und die haben ja den Eingang für Artists und Ding direkt nebeneinander. Und ich glaube, der ist einfach in den falschen Eingang. Und dann lief der durch und ging nach hinten. Gucci Mane, keine Drugs, Eminem, Tyler the Creator, Pharrell Williams, Pharrell? Macklemore. Einfach alle die. Jack Harlow, okay, sind aber auch alles ein bisschen. PP-Namen oder was? Ja, alles ein bisschen Charts-Rapper. Kid Cudi? Kid Cudi, der ist gut, der ist sehr geil. Ice-T? Kenn ich nicht. Das ist, glaube ich, ein OG. Ice-T. Ja, das waren die Leute. Ich fände es geil, ich fände es richtig geil, wenn so ein richtig krasser Rapper einfach keine Drogen nimmt. So ein, keine Ahnung, Lil Pump, Digga. Wenn der einfach so gut clean wäre. Ja, nee, aber das. Ich. Wäre schon funny, aber. Die nehmen alle Drugs, Digga. Ja, so war cringe. So war cringe, weiß ich nicht, mit MDMA vollballert. Sag ich ganz ehrlich. Was nehmen die für Drugs? Koks. Lean. Ich glaube, Koks viel. Lean. Aber ich glaube schon auch so MDMA. Weed einfach, ein Klassiker, Weed, oder? Dieses teure Cali-Weed, das irgendwie so für 5 Gramm irgendwie so 150 Euro kostet oder so. Digga, merkt man da Unterschiede? Ja, wahrscheinlich schon. Safe, ich glaube schon. Das ist auch so abgepackt in so wie, kennst du die AeroPods? So ja, Cali-Weed ist ja. Genau gleichen, Digga. Wir haben das rausgefunden. Ich schwör. Und wir haben auch eine Theorie. Für die Leute, die AeroPods haben, die wissen das. Das ist in diesen Bags, wo man in so oben aufsippen kann. In einen von 100 ist Cali-Weed drin, ja. Kriegt man dann auch Cali-Weed. Das. Okay. Nee, das sind diese Bags. Weißt du, wie die aussehen für AeroPods? Nee, ich glaube nicht. Ich zeig dir, also, wie die aussehen. Sind nicht wie Kondome so. Nee, gar nicht. Air Up Pots. Warte, ich zeig dir das. Okay, ich bin jetzt, also so ein Säckchen oder so? Ja, so sehen die aus. Ah ja, okay, ich weiß genau welche. Ja, jetzt weiß ich. Ihr müsst kurz googeln, wenn ihr den Podcast hört. Und dann so shiny sind die, oder? Genau, und dann gibt's Cali Weed, also California Weed. Ist genau gleich abgepackt. Cali Weed Verpackung. Hier, guck. Mhm. Lemon Haze ist so ein genau gleiches Ding. Ja. Das ist so verpackt? Ja. Oh mein Gott. Und die Theorie ist, das sind die genau gleichen Bags. Und unsere Theorie ist, die, guck mal, das 1:1 die gleiche Bag wie Aero. Genau die gleiche. Genau die gleiche. Werden die wiederverwendet, sagst du? Nee, die werden nicht wiederverwendet. Okay. Aber unsere Theorie ist, die Aero-Pots werden in Holland produziert. Und in Holland ist ja Weed legal und in Holland kannst du auch diese Bags kaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, falls irgendjemand da arbeitet oder sich auskennt, bitte mal Bezug nehmen. Ist das die gleiche Produktion, die für Aero-Pots diese Bags macht und für Cali Weed? Ich bin mir, weil wirklich, die Bags allem, sehen gleich aus. Und vor allem in Holland. Und in Holland. Wenn, dann in Holland. Ja, ja. Macht das passt. Sinn. Das passt, also wirklich. Air Up weiß, wie es läuft, meine Damen und Herren. Wollen wir einen Song auf die Playlist? Ja, genau, ja. Ich natürlich wieder mal sehr verloren mit dem Song. Ich habe, glaube ich, ich muss einen tun, den ich jetzt ein paar Mal schon gehört habe, und zwar tatsächlich einen deutschen Song. Mhm. Und einfach den neuen Song von Chiago. Mietfrei. Ja. Ich pack Mietfrei von Chiago. Mietfrei in meinem Kopf. Bubu, du lebst. Genau, ja. Lebst. Playlist hinzufügen. Mietfrei, wir machen das hier live drin. Im Podcast. Veicolo Longo. Okay, ich dann. Beide Kameras laufen noch. Ja, das ist krass. Aber jetzt auch eine Wolke hier. Das ist auch geil. Jetzt ist es auch angenehm. Jetzt kannst du uns eigentlich, die vorher vorbeigelaufen ist, so ein Cola Zero bringen. Aber sie sind nicht mehr da. Sie bringt uns was. Sie hat gesagt, oder? Wenn ihr was braucht, meldet euch. Digga, was? Ich wollte noch so ganz kurz sagen, aber ich weiß nicht, wie assi das gewesen wäre. Wenn ihr was braucht, meldet euch. Der denkt die, wir pennen hier? Wer? Aha, ja, safe. Die denken, wir sind Journalisten. Wir haben ja Medienpass. Ja, aber Journalisten kriegen meistens nicht so ein Treatment, oder? Das stimmt. Vielleicht. Ja, Digga, die hat das Gefühl, wir sind Tennisspieler. So ja, ein Ding wir ist sind das Tennisspieler, nicht. Das ist es. Hier, die Muskeln hier. Ja, das uns, sieht man. Die Muskeln im Oberschenkel. Ja, das die, sieht man, das sieht man. Ich mache rein von Blumengarten. Von was? Von Blumengarten. Ja, ja. Paris-Syndrom. Okay. Kennst du? Also ich kenne das Paris-Syndrom, aber nicht den Song. Okay. Blumengarten, sehr, sehr geil. Veicolo Longo auf Spotify. Rein da. Hat,
kriegt man das Paris-Syndrom, wenn man nach Paris geht und die Stadt eigentlich wunderschön findet, so aus den Bildern und so weiter und so fort, dann ist man dort und sieht alles abgefuckt und scheiße aus und dann ist man enttäuscht und das ist das Paris-Syndrom. Und dann ist man depressiv. Genau, ja. Ich glaube, das ist das Paris-Syndrom. Das ist das Paris-Syndrom. Ich glaube, das haben aber viele Asiaten, die sich vorstellen, dass die Stadt der Liebe, die schönste Stadt der Welt, dann kommen sie dorthin. Nur Asis, die sagen, fils de pute. Und ja. Und nur stinkt überall nach Pisse. Und auf einmal brennt noch die Notre Dame. aber wie mentally instable muss man sein, dass wenn man in eine Stadt geht, Digga, und sich so freut, dass man danach depressiv ist? Das ist ja krass. Das weiß ich auch nicht. Eigentlich insane. Okay, was würdest du sagen, wenn es nicht Paris ist? Was ist die schönste Stadt der Welt? Nicht so jetzt, wo du warst. Wir dürfen die Schweiz nicht reinbezählen, weil hier ohne wohnen wir. Ohne Schweiz, okay. Eine der schönsten Städte. Okay, ich habe eine, ja. Die schönste Stadt, in der ich war, die nicht in der Schweiz liegt, war für mich Prag, glaub. Prag? Ja. Im Osten, Digga. Im fucking Osten, Digga. Eigentlich ist es gar nicht so im Osten, aber es ist so gottlos. Alles, was ein bisschen weiter ist aus Deutschland. Ja, Prag. Ich sag Prag. Ich fand Prag sehr eine schöne Stadt. Wieso? Sehr, sehr schöne Altstadt. War ziemlich clean alles, nice. Klar, gibt es wahrscheinlich auch viel Nightlife in Prag. Gibt es da nicht viel Pornos? Oder ist es Budapest? Auch, doch, ich glaube beides, Digi. Wohnt dort nicht Little Capris? Kennst du Little Capris? Der eine, ja, kommt nicht sie von dort, ne? Ist ein Österreicher. Digga, ist er ein Deutscher? Ein Österreicher? Ich glaube, er ist ein Deutscher oder Österreicher. Und sie kommt irgendwo von dort. Er kommentiert jetzt mal auf YouTube, wenn ihr Little Capris kennt. Legenden, deutsche Filmlegenden. 100%ig kennen das die meisten. Aber die haben auch ein, zwei gute Bewegtbildproduktionen gemacht. Die haben auch ein paar gute Bänder, ja, haben die ja, schon produziert, genau, ja. Okay, Prag. Grüße gehen raus an Lil Capris, die kann auch mal ein Podcast sein, die kann sicher Deutsch. Ja, laden wir die mal ein, Digga. Die kann sicher Deutsch. Die kann Deutsch, die kann ziemlich safe Deutsch. Also. Die haben Videos gedreht mit Mia Julia. Die kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Die ist Ballermann-Sängerin, aber auch Onlyfans und so. Ah, irgendwas haben mir das gesagt. Die macht beides. Ja, ja, aber relativ, also ich glaube Porno schon vorher und erst dann mal eine Sängerin. Digga. Sonst ist sie immer umgekehrt, oder wie? Nee, ja, ich weiß nicht. Aber ich respekt so Leute, die das einfach machen. Da musst du einfach so sagen, ey, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und dann bist du einfach Malle-Sängerin und machst Pornos. Ist eigentlich voll geil. Also wäre jetzt nichts für mich, aber ich finde so krass, so die, wie viel Mut du haben musst. Einfach weil jeder kein wird Fuck dir sagen, geben, das ist scheiße, Digga. Ja. Aber wenn du es geil findest, Digga, ist voll geil. Und wahrscheinlich machen die das auch, weil sie big, big money machen. Ja, safe, Digga. So big money. Ich glaube auch. Die verdienen so krass, auch eben diese Lil Caprice auch. Ja, ja, safe, safe, safe. Aber ich sag Prag. Du? Okay, du sagst Prag. Ich muss gerade überlegen. Weil Italien habe ich jetzt, ich fand es mega nice, so die italienische Städte so, aber dann trotzdem nicht so genug nice, Ich habe zuerst irgendwie so an Cannes gedacht oder Nizza, aber das sind schon schöne Städte, aber jetzt nicht so Städte, wo man so sagt, boah, die sind voll schön oder geil. Ja, genau, ja. Das ist schon cool, aber irgendwie jetzt auch nicht so. Oh, ich hätte noch eine zweite, aber sag du. Ich will jetzt vom Vibe, wo ich war noch nicht so viel im Norden, aber ich würde sagen, vielleicht Antwerpen. Oh, Digga, meine zweite wäre Amsterdam gewesen. Ja. Holland auch sehr, sehr strong. Sehr, sehr schön. Allgemein einfach so der Lebensstandard dort mit so Fahrradfahren, das ist so geil, Digga. Wenige Autos, nicht so viel Stress und das ist schön. Ja, ich merke es immer, wenn ich in Basel Fahrrad fahre, haben wir auch schon drüber geredet. Aber die haben so einen geilen, die haben ja diese holländischen Fahrräder mit diesen dicken Gepäckträger. Kamera ist aus, es geht nicht mehr lang. Die haben diese Fahrräder mit diesen dicken Gepäckträger, weißt du welche? Ja, ich weiß welche, Und die chillen dann oft, fahren die so vorne mit, dann fährt jemand und jemand sitzt so... Ja, so schräg ja, einfach stimmt, drauf und ja, das ist so voll ja, normal. Ja. Wir haben das so oft gesehen und das war geil. Und ich glaube, das macht die Lebensqualität aus. Und ja. Und genau mit dieser Lebensqualität schalten wir hier aus der Schweiz wieder aus, hier vor diesem Schloss. Nur noch diese Cam läuft, die ist ausgegangen. Was soll ich sagen? Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche. Sorry für das abrupte Ende ein bisschen, aber die Kamera geht aus, da können wir nicht mehr anmachen. Wir haben es gesagt. Es geht trotzdem fast eine Stunde. Geil. Geil. Affen, ja. Geil. Lasst ein Like da auf YouTube. Bewertet den Podcast sehr gerne auf Spotify. Und wir gehen jetzt Tennis gucken. Wawrinka spielt. Mit dem hast du gedreht. Ja. Affen, geil. Wir werden euch berichten, wie das war. Ich bin am Festival dieses Wochenende. Da werde ich auch davon erzählen.
Stimmt, du bist wieder an einem Festival. Adi geht wieder an zwei saufen. Sogar. An zwei Festivals. Ja. Genau. Hab eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Lasst Like da. Tschüss. Ciao, ciao.